Willkommen zurück bei SteamWorld Dig 2. Wir sind jetzt immer weiter tiefer in den Tempel eingedrungen. Ich frage mich gerade, was hier auf der rechten Seite ist. Das nenne ich mal einen riesigen Teich voller geschmolzener Mineralien. Dieser Kult fährt echt total auf das ganze Feuer und verdammtes Zeugs ab. Ich komme nicht auf die andere Seite, ohne selber zu schmelzen. Tauch doch mal deine Füße rein, vielleicht ist es gar nicht so heiß. Ich müsste feuerresistent sein. Oder du wärst so cool wie ich, dann könntest du einfach rüberfliegen. Also fliegen oder Feuerresistenz? Ich meine, wir haben eine gewisse Resistenz, aber ich weiß nicht, ob die ausreicht. Vielleicht würde ich jetzt nochmal auf die Laterne gehen. Verbessere die Lampe, um den Brennstoffverbrauch zu reduzieren. Schalte Drehtimons frei, Sonnenanbeterin. Am hellsten Tag in schwärzester Nacht entgeht nichts Böses meiner Wacht. Besiegte Gegner haben eine Chance, eine zusätzliche Lichtkugel zu hinterlassen. Benötigt zwei Verbesserungsrädchen. Bringe ihre innere Sonne hervor. Das, glaube ich, lasse ich auch erstmal. Wir haben eh keine Rädchen. Und ich will auch kein Geld dafür ausgeben. Vor allen Dingen hier oben. Ach so, da kann man nicht weiter oben links. Stimmt. Ich erinnere mich. Energie fehlt. Noch so ein nutzloser Hebel. Ich schätze, die muss ich auch irgendwie verstärken. Diese Kohlepfanne könnte vielleicht etwas bringen. Ja, ich muss nur einen Weg finden, sie anzuzünden. Und unter uns wird der... Ah ne, ist nicht der Prophet. Eins von drei. Okay. Cool. Brandstation. Oh oh. Wer wagt es, vor den großen Propheten des Vernichters zu treten? Hey, den Typen kenne ich. Das ist der Kerl, der mich zu dem anderen Tempel gebracht hat. Licht der Führung, ein unwürdiger Bot in meinen Tempel. Wo ist Rusty? Was ist mit ihm passiert? Wie von mir vorhergesagt, wird Rusty der Zerstörer das große Beben hervorrufen, auf dass wir diese sterblichen Höhlen ablegen und Erleuchtung finden können. In seiner unendlichen Gnade gewährt er uns eine Vorrichtung des jüngsten Gerichts. Und dann verließ er uns, seine Wege sind wahrscheinlich unergründlich. Da muss ich die Gerätschaft deaktivieren. Ja, sag uns, wo du diese Maschine versteckt hast, damit wir sie wegbomben können. Oh, Licht der Führung, diese ungläubigen Narren, ihr werdet unserer Maschine kein Leid zufügen.
ist er denn jetzt hinten? Oh, verdammt. Oh, wo ist er denn? Da hinten wieder. Oh, leck mich doch. Hä? Ich dachte, der wäre hier. Verdammte Kacke. Da oben ist er. Oh, jetzt schießen die stationären Dinger auch. Ah, ihr könnt die Ankunft des großen Bebens nicht verzögern, geschweige denn verhindern. Die Maschine des jüngsten Gerichts ist noch immer sicher und unversehrt, das Ende ist nah. Der erleuchtete als Achievement. Okay, das war mal interessant auf jeden Fall. Flammenpicke, okay. Ach so, jetzt können wir die damit aktivieren. Ich frage mich, ob wir die damit auch kaputt machen können. Wie kann ich dem jetzt aus dem Weg gehen? Ich bräuchte ein bisschen Glück, ja.
Das war gut. Ametrin, ein seltener Edelstein, dem Mistresekräfte nachgesagt werden. Das größte Exemplar liegt angeblich in der Grabstätte einer spanischen Königin begraben. Und $50 pro Stück. Ich sollte diesen Greifhaken viel öfter benutzen. Hallo. Ich muss ihn praktisch nach links haben, damit wir in dieses kleine Loch können. Und er... Hallo. Ach so, jetzt sind wir einmal rum. Okay. Nein, wollte ich nicht. Ah, jetzt können wir aber den einen Roboter da noch auch betätigen. Können wir jetzt eigentlich... Jo, das zählt auch, nice. Aber wo ist die dritte Feuerschale? Wie wär's denn hiermit? So, bevor wir da runter düsen, weil ich nicht weiß, ob da vielleicht gleich noch ein Bosskampf oder sowas kommt, würde ich gerne meinen Stuff hier noch vergiften wollen. Oh, Haufen Talkpartner, ja. Wer hätte geglaubt, dass diese durchgeknallten Kultisten so viele Reichtümer unten unter der alten Ruine hatten? Wir hätten dort schon vor Jahren graben sollen. Klar, ich hörte, dass die Ruinen von einem verrückten Kult besetzt sind, der dem Weltende huldigt. Das geht mir nichts an und ich stecke meine Nase nicht gerne in die Angelegenheiten anderer Bots, weißt du? Oh wow, ist das das, was ich denke? Wie bist du in eine Feuerachse herangekommen? Das ist eine Bicke. Oh, ich wette, sie war irgendwo im östlichen Tippel versteckt. Ich habe in einem meiner Geräte-Magazine über sie gelesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ding noch existiere, ich kann es nicht glauben. Oh, es ist wirklich toll. So, $327 haben wir. Ich überlege gerade, ob wir den Wassertank vielleicht auch nochmal verbessern. Hast dein Leben lang gewartet, hast gehofft, dass es sie gibt. Die perfekte Welle. Das war da auch eine Anspielung gerade an das Lied. Nice, 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 nice. Okay. Hast du mit der verrückten Professorin gesprochen? Sie baut diese Rakete etwas oberhalb der Stadt. Sie hat wohl eine Menge Geld geerbt, aber gibt jetzt alles für dieses Raumschiff aus. So eine Verschwendung. In meinem Dorf hatten wir auch so jemanden, der eine Rakete baute. Muss wohl in Mode sein, denkst du nicht auch? Ich wette, die hier ist die raffinierteste. Die aus meinem Dorf war nur ein umgebautes Silo. Gut, dann würde ich sagen, geht's hier einfach in der nächsten Session wieder weiter. Spitze. Bedanke mich. Bis denn.